Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Meeresvideo. Ich werde mal so machen, ist ein bisschen besser. Wir haben gerade eben die Dreifach-Steckdosenleiste ein Video zugemacht und sie auch mit Alexa kombiniert. Wie gesagt, ihr könnt, ihr habt, nicht wundern, wenn ihr die installiert, ihr habt 5 Geräte, die erkannt werden. Steckdose 1, 2, 3, USB plus die ganze Steckdose, also an und aus. Habe ich im Video gezeigt, funktioniert wirklich, ist eine coole Steckdose. Jetzt kommen wir zum nächsten und zwar den Outdoor-Plug. Ist auch eine Doppelsteckdose für 2 Steckdosen. Für draußen, Spritzwasser geschützt, nicht im Pool und auch nicht mit Wasser direkt drauf strahlen. Aber so Spritzwasser geschützt und wenn ein bisschen Regen kommt, das funktioniert schon. Ich habe auch mein Handy bei, falls wir Alexa gleich einstellen werden. So, wir packen das erstmal wieder aus und da haben wir, wie gesagt, die Anleitung. Das haben wir ja im Unboxing-Video schon gesehen. So, und dann können wir, Anleitung brauchen wir nicht, das ist wirklich selbsterklärend. So, und machen wir das auch noch ab. Da haben wir hier das ganze Gerät mit einem kleinen kurzen Kabel, damit es halt oben hängt und nicht, dass es irgendwie unten auf dem Fußboden liegt oder so, wo Wasser rinfließen kann oder sonst irgendwas dergleichen. Ihr könnt es auch mit einer Schraube an die Wand machen. Ja, das ist auch kein Problem. Bei der Steckdosenleiste habe ich ja nicht geguckt. Nee, da geht's nicht. So, wir nehmen jetzt einfach mal mein Verlängerungskabel. So. Sollte da vernünftig was sehen können. Ich werde mal noch ein bisschen ranzoomen. So, wir haben hier einmal die Steckdose an sich und die blinkt jetzt rot, weil sie natürlich noch nicht eingerichtet ist. So, dafür gehen wir einfach wieder in die Meeres-App. Die habe ich ja schon eingerichtet im letzten Video. So, da gehen wir zurück und da sind wir hier. Und dann müssen wir natürlich hier oben auf das Plus drücken und dann sagen wir, wir möchten ein neues Gerät hinzufügen. Und da suchen wir diesen Outdoor-Plug, der ist sogar mit dem Bild da. Den müsst ihr einfach nur auswählen. Den wählen wir aus. So, und jetzt sagt er, stecken Sie die Outdoor-Plug ein. Haben wir gemacht. Die rote Status-LED blinkt. Beginnt langsam zu blinken. Macht sie. Weiter. Es ist wirklich kinderleicht. Also nicht wie bei anderen Geräten, wo man 3 Stunden braucht oder irgendwas. Nee, es ist wirklich alles wirklich super. So, den nennen wir jetzt, der steht auch da mit Smart Outdoor Plug. Ich werde das natürlich so lassen. Einstellen kann man später immer noch. So, mach weiter. Und jetzt haben wir wieder hier. Wir können jetzt praktisch das Bild nehmen, das was wir kennen von Meeres, also blau mit weißen Linien. Oder wir können einfach selber ein Foto machen von der Position, wo das Gerät ist. Oder von dem Raum oder von, können irgendein Smiley nehmen oder irgendwas, wo ihr von einem Bild habt. Ich sag jetzt einfach weiter. So, jetzt fragt er mich wieder Fritzbox. Ja, Passwort steht auch da. Boom, verbinden. So, jetzt arbeitet er hier. Wir beenden die Konfiguration von Smart Outdoor Plug. Bitte fügen es zu Ihrem Hausnetzwerk hinzu. So, also der macht es jetzt. Und jetzt keine Internetverbindung. Ich habe keine Internetverbindung. Warum habe ich keine Internetverbindung? Verbinden. So, jetzt versucht das nochmal. Zack, zack. Und schon ist er erfolgreich erledigt. So. Lange drücken, sie hier, um zu sortieren. Ich hab's. Ah, wir können jetzt, wenn wir das lange gedrückt halten, sollen wir das verschieben können. Warte, wir werden nochmal versuchen. Ah, jetzt unten bei der Schrift muss ich aufdrücken.
Dann kann man es auch verschieben. Dann kann man sich das selber zusammenordnen. Aber egal, wir gehen jetzt darauf. Doch, die kann man separat an- und ausschalten. Okay. Ach, okay, ich habe gerade was entdeckt. So, jetzt leuchtet es hier grün. Also eigentlich sollte dann die LED nur auf der Seite, aber es kann auch sein, dass es in der App nur so ist. Dann zeigt er halt an, wo es leuchtet. Hier leuchtet einfach alles grün. Wir haben jetzt hier keinen Schalter, wo wir beide ausmachen können, sondern nur einzelne Schalter, wo wir es jeweils einzeln an- und ausschalten können. So, da gehen wir jetzt wieder in die Alexa-App. Und sage, ich möchte ein Gerät hinzufügen. So, Gerät hinzufügen. Ich möchte eine Steckdose hinzufügen. Und zwar möchte ich hier wieder Merus. Merus steht auch da. Und Gerät suchen. Und jetzt wird gesucht. Das dauert im Schnitt 45 Sekunden. Ich lege euch das mal hier so kurz hin. Hoppala. Weil wir haben die Merus-App haben wir schon drauf. Und jetzt kommuniziert das miteinander. Wie was heißt und wo das ist und ob das okay ist und ob ich bin und ob du bist und ja, ihr kennt das ja alle. Ne? So, jetzt ist er gleich fertig. Jetzt müsst ihr zwei Geräte erkannt haben. Wenn wir Glück haben, vielleicht doch drei. Doch drei Geräte, geile Sache. So, Outdoor Smart Plug-in und Switch 1 und Switch 2. Das ist geil. Das muss ich aber umbenennen. Scheiße. So, weiter. So, wir haben es jetzt eingerichtet. Problem ist, wir müssen in der Merus-App nochmal. Die heißen beide. Die heißen auch beide Switch 1 und Switch 2. Das ist halt dann doof, wenn du dann halt das gleiche Produkt hast. Outdoor 1. Oh, ich nenne die jetzt einfach Outdoor 1 und 2. Outdoor 2. So, speichern. Ich zeige euch mal, dass ich das jetzt auch geändert habe. So. Das hat er nicht gemacht. Outdoor 1. So. Und zwar habe ich die jetzt genannt Outdoor 1 und Outdoor 2. Jetzt fragt ihr euch, aber wir haben es doch bei Alexa anders eingestellt. Wir haben so mit, wie heißt das Ding, was hat er genannt? Switch. Alexa, Switch 1 an. This device antwortet nicht. Bitte überprüfe die Netzwerkverbindung und Stromversorgung des Geräts. Ja. Also Switch findet er nicht, weil logischerweise es ist nicht angeschlossen. Ich habe sie jetzt auch schon umbenannt. Wir müssen aber trotzdem, oder wir können mal gucken. Alexa, Outdoor 1 an. Tut mir leid, ich kann kein Gerät mit dem Namen Outdoor 1 finden. Ja. So, also müssen wir alle Geräte
So. Und dann muss man eigentlich nur einmal nach unten ziehen, damit sie dann neu ladet. So. Achso, nee, das heißt Steckdosenleiste 1. Achso, nee, das ist Steckdose, wartet. Wo haben wir denn? So, wir haben jetzt hier Steckdosen, Meros, Geräte suchen. Ich suche jetzt einfach nochmal nach Geräten. Also bevor ihr das mit Alexa verbindet oder das macht, dann solltet ihr, um diesen Schritt zu vermeiden, solltet ihr in der Meros-App den Geräten schon den Namen geben, den, was das später bekommen wird. Ja, also wat, wo er denn hinmacht. Garten 1, Vorgarten, was weiß ich. Als Beispiel natürlich. Da ich noch nicht weiß, wo was hier genau hinkommt, nehme ich jetzt einfach mal die Standardsachen. Aber ich denke mal, das werde ich mir hier vorne hin machen. Keine Geräte gefunden. Schließen. So, jetzt müsste aber 12 Geräte gefunden anzeigen. So. Ah, jetzt hat er. Der hat zwar jetzt keine neuen Geräte gefunden, also da braucht ihr euch nicht keine Sorgen machen, aber Auto 1, Auto 2 steht da. So, als Beweis, Alexa, Auto 1 an. Tut mir leid. Ich kann kein Gerät mit dem Namen Auto 1 finden. Nicht Auto, Auto, Outdoor. Alexa? Outdoor 1 an. Alexa? Outdoor 2 an. Alexa? Outdoor 2 an. Jetzt ist er richtig an. Alexa? Smart Outdoor Plug aus. Alles aus. Alexa? Smart Outdoor Plug an. Und an. So. Ich werde mal rauszoomen. Das ist geil. Habe ich jetzt so nicht, auch nicht gedacht, dass es so gut funktioniert und so einfach und so. Aber es funktioniert. So, jetzt fragt ihr euch, wieso, warum und weshalb. Ich werde dieses... Ich habe hier unten eine Steckdose. Da werde ich dieses reinmachen. So. Vielleicht werde ich es auch an die Wand schrauben, damit es halt ein bisschen besser aussieht. Ich weiß es noch nicht. Aber ich glaube nicht, weil ich komme dann in die Höhe, wo die Kabel verlegt sind. Muss ich ausmessen. Also nicht die Kabel verlegt so sind, sondern in der Wand. So. Und dann werde ich das einem neuen Namen geben. Wohnzimmer, Steckdose. Steckdosenleiste 1 oder Wohnzimmer Steckdosenleiste 2, ich weiß es noch nicht. Dieses wird dann Steckdosenleiste Sofa, so werde ich es nennen, dass die, hier kommt ein Kabel ran, ein Verlängerungskabel, der liegt schon, der geht zum Sofa und da kommt dann meine Steckdosenleiste vom Sofa ran. An dieser Steckdosenleiste ist ein Dreierstecker. Also ich werde die auch nicht überlasten, die Steckdose, nicht, dass er das denkt. Also ich weiß, auf was ich achten muss. Da werde ich dann einfach da die Dreier-Steckdosenleiste ranmachen. Da ist ein LED-Band drin und mal ein Handy zum Laden oder auch mal ein Laptop. Das war's. An die zweite Steckdosenleiste kommt ein weiterer Dreierverteiler, den ich... wo ich denn wahrscheinlich hier hinter der Couch, also hinterm Schrank verlegen werde, den Kabel. Unten habe ich einen Kabelschacht, damit der dann da hochgeht und dann in die Steckdose da rauskommt, damit das alles ein bisschen besser aussieht. Und dann kommt der Dreierverteiler hier hinten irgendwo versteckt. Ja? Oder hier unten. Ja?
Und da sollen dann praktisch meine PlayStation-Lampe ran. Und ich habe hier noch einen Stecker, den kann ich euch auch mal zeigen. Hier. Der ist für eine Lavalampe, die hier oben ist. Und dann hätte ich noch Platz für ein drittes Gerät. Da werde ich dann zum Beispiel meine LED-Leuchte nehmen, die ich hier als LED-Vorhang habe. Weil die fressen nicht viel, das sind LEDs. Und das reicht aus. Und ich komme nicht auf den Gesamtenergieverbrauch, den ich überschreiten muss, um die Steckdose kaputt zu machen oder die Wand. Weil so viel fließt da nicht durch. Da müsst ihr halt wirklich immer drauf achten. Hinten auf den Steckdosen und auf den Geräten steht immer drauf, wie viel Volt, wie viel Ampere die ziehen. Und da müsst ihr aufpassen, welche Steckdose ihr euch kauft, wie viel Ampere die umgehen können, also rausgeben können oder für wie viel Ampere die insgesamt ausgelegt sind. Da gibt es billige Steckdosen, die sagen, ich rein hypothetisch, für 100 Ampere ausgelastet sind. Ist aber ein 6er Stecker. 6 mal eine LED, kein Problem. Aber sagen wir mal, ihr habt einen Fernseher drauf, der 100 Ampere nimmt und dann habt ihr noch eine PlayStation, die 100 Ampere nimmt und dann halt noch 1-2 LED-Bänder und dann noch eine Uhr und keine Ahnung, Fire TV Cube. Dann seid ihr über diese 100 drüber, weit über diese 100 drüber und das kann zu Komplikationen führen, zu Kabelbrand in der Steckdose. Ja. Und dass die Steckdose nicht mehr richtig funktioniert, überhitzt, zu heiß wird und dadurch kann zu Hause auch brennen. Also passt da bitte auf, was ihr macht. Mein Onkel ist Elektriker, ich weiß, worauf ich achten muss. Und ich habe das alles auch bei mir so gemacht, dass ich die Gesamtlast für die Steckdose nicht übertreibe, aber auch nicht die Gesamtlast, dass ich jetzt an eine Steckdose 5 oder einen Dreierverteiler habe, an jedem Dreierverteiler einen Sechserverteiler und an jedem von diesen Sechserverteiler 6 Geräte dran, sodass ich halt die Last für einen Sechser erfüllt habe. Auf dem nächsten hoch, auf dem nächsten hoch, aber die sind dann am Dreierverteiler dran, geht auch nicht. Also ihr könnt nicht einen Dreier nehmen, 3 Sechser ran und dann bei den Sechsern darauf achten, damit ihr auf die Gesamtwert kommt oder nicht drüber kommt. Der Dreier ist wichtig, da müsst ihr nach dem Dreier gucken. Und dann müsst ihr bei den Sechsern, also ihr könnt ruhig zum Beispiel in eine normale Steckdose einen Dreierstecker reinmachen und da 2 Sechser ran. Und da müsst ihr dann aufpassen, was der Dreier kann. Und dann dürft ihr mit den beiden Sechsern nicht über den Wert von dieser Dreiersteckdoseleiste kommen. Also wenn dann eine halt 6 LED-Bänder ranballert. Ja, also zum Beispiel nimmt jetzt hier so ein Zweier. Und der ist jetzt ausgelegt, sagen wir mal, für 100 Ampere. Und hier macht ihr 2 Sechser ran. Und diese Sechser haut ihr voll mit LEDs. Also die ist hier so, die Zweiersteckdose ist hier. Ein Sechser liegt dann halt hier links. Und da sind dann hier an der Wand lauter LEDs. Und einmal geht der Kabel von dem Sechser weiter weg zur Couch. Und da ist dann auch nochmal 6 LEDs dran. Das ist überhaupt kein Problem. Da könnt ihr auch noch eine dritte Sechser ranmachen mit LEDs. Überhaupt kein Problem. Ihr kommt nicht auf die Gesamtlast. Also da braucht ihr keine Angst haben. Aber passt da bitte auf und macht da keinen Blödsinn. Wäre Blödsinn, wenn die Bude dann mal abfackelt, weil da habt ihr nichts gewonnen mit. So, und das steht, wie gesagt, auf jeder Steckdosenleiste, auf jeder Steckdose, auch bei Meros und bei anderen Herstellern. Hier kann ich es euch nämlich am besten zeigen. Steht das nämlich drauf. Input 100 minus 250 V, also für Volt, 50/60 Hertz, 10 Ampere, Output, 10 Ampere Maximum Load und dann unten dann noch mit den Voltanzahlen für USB-Ports, das steht dann bei den meisten leider nicht mehr da, bei Meros steht das wirklich ausführlich da, ja, auch für die USB-Ports, bei manchen stehen die USB-Ports dann halt gar nicht mehr mit bei, also passt da bitte auf, damit ihr mit der Gesamtlast nicht zu hoch kommt und dass euch nicht die Bude abfackelt. So, das soll es jetzt zu diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.